Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Eonentor. Im letzten Part haben wir am Ende noch einen Kampf bestritten, den wir aber leider verloren haben. Das waren Boomerang-Brüder und ich hoffe mal, dieses Mal läuft nicht so schnell alles schief. Ja, das Problem war auch, dass wir alles scannen mussten mit Gumbrina. Jetzt brauchen wir es ja nicht mehr. Und ich hoffe mal, wir können auch gleich gegen die Hammerbrüder, gegen die Brüder kämpfen tun wir auch. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir lassen mal Kupio ruhig vorne. Mit dem, ja, können wir einen super Job leisten. Und dann müssen wir mal abwarten und Tee trinken. Aber da wir jetzt ja auch keine 3 Runden verschwenden brauchen zum Scannen, sollte es hoffentlich machbar sein. Ich habe mir jetzt zwar nicht durchgelesen, was ich erfüllen muss, ob ich wieder 3 Scheunen lang, wie im letzten Part, machen muss. Aber mal schauen. Da sind sie. Ein erneutes Mal kämpfen, dieses Mal werden wir aber siegreich sein. So, jetzt bin ich auch gespannt, ob wir wieder 3 Show-Einlagen machen müssen. Ah, ich darf meinen Partner gar nicht wechseln. Naja, soll mir recht sein. Okay, brauchen wir dieses Mal keine Show-Einlagen machen. Wunderbar. Also sind 3 komplette Runden jetzt gespart. Okay. Dann würde ich mal sagen, eine Stumpf-Attacke macht er dann 2 und 3 macht 5 Schaden. Ne, da reicht ein. Ne, machen wir ruhig mal eine Stampfattacke. Ich muss mal schauen, wie viel Schaden das insgesamt macht, wenn ich das nicht verhauen hätte. Ja, ich hab's halt verhauen. Tut mir leid. Hätte sowieso nicht ausgereicht. Autsch. Mann. Das Timing war gerade nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Okay, dann ein normaler Sprung und dann gibt Kupio den Riss. Ich habe X eben neu gesehen, nur ich wusste nicht, was geworfen wird. War also ein Stein. Nicht gut. Naja, der erste Hammerbruder ist besiegt. Wir haben da auch Items, das ist nicht gut. Wow, das gibt viele Sternpunkte. Komm, bitte. Ah, Mann. Das zweite Mal abgewehrt. Jetzt setze den Stein ein. Was bewirkt das? Oh Mann, das ist jetzt nicht euer Ernst. Bewegungsunfähig. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich wechsle mal, dass Kupio vorne ist und er setzt mal einen Ultrapilz ein, genau. Für Mario. Oh oh. Das sieht wirklich jetzt gar nicht gut aus. Die sind sehr, sehr stark. Okay. Und Mario, der setzt Erdbeben ein. Obwohl, dann werden sie stärker. Es ist. Nee, stärker will ich nicht. Machen wir den Powerhauer. Der ist auch relativ stark. Ja, der ist sehr stark. 5 Schaden. Wunderbar. Und Kupio nach vorne tun war eigentlich eine ja gute Idee. Was passiert jetzt? Ach Mann. So. Dann Panzerstoß für diesen Hammerbruder. Dann ist er besiegt. Dann haben wir noch den Bumerang-Bruder vor uns. Oh. Ah, ich muss mir merken, der Powerhauer, der ist sehr, sehr stark. Wenn ich starke Gegner habe, dann den Powerhauer einsetzen. Oh Mann. Man merkt, wie angeschlagen Kupio ist. Aber wir haben es ein Glück jetzt geschafft. Leider musste ich auch den Ultrapilz einsetzen. So. Na gut, ich hätte vielleicht Sternfit machen können. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Gewonnen. Auch wenn das jetzt schon so hart war. 2 Gegner warten auf uns. Einmal der Champ hier und dann noch ein anderer Gegner. Bitte, deine Gage. 14 Münzen. Rang 3. Ich lasse dich jetzt allein. Also man sieht sich. 2 Gegner warten auf uns. Ah, wieder eine E-Mail. Letzte Warnung. Hör auf, nach dem Sternjuwel zu suchen. Sonst erwartet dich das gleiche Schicksal wie den letzten Vermissten.
Der Absender dieser Mail weiß sowohl über die Sternjuwelen als auch über die Vermissten Bescheid. Er muss den Schlüssel zu all diesen seltsamen Vorkommnissen haben. Aber wer kann das nur sein? Bowser? Einer der Krokionen? Keine Ahnung. Oh Mann. Ab ins Bett. Es war jetzt wirklich wieder sowas und knapp. Den Hammerbrüdern und generell den Brüdern. Gut, dann der nächste Kampf. Hallo Bomber, du möchtest dich anmelden? Also der nächste Gegner ist auf Rang 2. Du kannst gegen die Feuerschomps. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht angreifen lassen. Nur du selbst darfst den Gegner angreifen. Verstanden? Dann zeig mir einen guten Kampf. Oh. Dann ist. Oh, hi. Bomber, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es dir hier. Ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Ein Kuchen, den nehmen wir noch auf, weil wir haben ja fast volle Sternenenergie. Und meine Taktik ist jetzt so: Gumbrina als erstes, weil sind ja neue Gegner. Scanner einsetzen und dann wechsle ich zu Kupio und setze diesen Schild ein. Das kann er ja auch. Bomber, dein Kampf beginnt. Dankeschön. Okay, Schoms. Feuerschoms, um genau zu sein. Ach du heilige Scheiße, zwei Stück? Die sind bestimmt sehr, sehr stark. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die roten Stahlkugeln, die Feuerschoms. Wir lassen uns niemals besiegen. Jump, jump. Let's fight. Aber eine gute Nachricht gibt es, wir brauchen nur einmal Scanner einsetzen. Ich werde gleich mal Gumbrina nach vorne tun, damit sie gleich Scanner einsetzen kann und den Schaden für Mario, ja, einstecken kann, weil sie wird ja dann eh ausgewechselt. Das ist ein roter Schaum. Rote Schaum sind bissig und, naja, rot. Maximal KP 6, Angriffskraft 5, Verteidigung 3. Ihre Angriffe sind heftig. Du solltest sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verteidigung auch nicht ohne. Dafür haben sie wenig KP. Vielleicht helfen ihr Items oder Sternattacken. Die rote Farbe? Das heißt, Cloborn hätte sie einfach angemalt. Items oder Sternattacken. Da fällt mir ja gleich mal Maxi-Beben ein. Okay. Dann bin ich jetzt kurz ruhig, um mich ko zu konzentrieren. Nicht, dass ich das jetzt hier verhaue. Das wäre gar nicht gut. Nein! Mann! Ich hab's wirklich verhauen! Und das Timing ist extrem schwer. Okay. Dann. Nee, hier, wo ist es? Scheunlage, ich brauche Sternpunkte. Ja, Luigi ist auch mit von der Partie, sehe ich gerade. Sehr, sehr cool. Nochmal eine Showeinlage. Wir brauchen Sternenergie. 49 Zuschauer, das ist eine ganze Menge. Alter, wie schwer das Timing ist! Ah, endlich! Aber ich muss jetzt leider auswechseln. So, Kupio. So, Scheinlage. Ja, bei Kupio machen die nur 4 schon, aber das ist trotzdem sehr, sehr viel. Oh Mann. So, Mario. Setzt Maxi Beben an und ein und dieses Mal Konzentration. Ah, Mist, aber das sollte reichen, wenn pro Runde 5 ein KP mehr abgezogen wird. Ja, das reicht gut. Oh Mann. Oh mein Gott. Aber wir können uns dann den Kuchen mal reinzimmern. Da haben wir volle Sternenergie. Und der Gewinner ist Baba Luigi. Schaff, Mario. So schwer war es jetzt nun auch nicht. Dank der Sternattacke. Bitte, deine Gage. Oh, was ist mit dem Koopa da links los? Die Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 2. Ich lasse dich jetzt allein. Also man sieht sich.
Mario, sieh dir das an. Hab den Kuchen gegessen. Mein Körper gelähmt. Der Kuchen war anscheinend vergiftet. Das hätte ja böse enden können, wenn wir ihn gegessen hätten. Och Mann. Können wir jetzt so tun? Nix wahrscheinlich. Nee, wir können leider nichts tun. Immer noch besetzt? Naja, bevor wir jetzt den letzten Kampf antreten, werde ich nochmal zum Itemladen gehen, weil wir brauchen High-Items. Ich denke mal, der letzte Kampf wird sehr, sehr schwierig. Da will ich schon vorbereitet gerne reingehen. Das heißt, wir gehen jetzt kurz zurück. Wir werden auch mal Josh mal nach vorne tun. Auf ihm sind wir ein bisschen schneller. Nicht viel, aber es ist schon mal ordentlich. Dann werden wir Pilze brauchen wir auf jeden Fall. An BP Zeugs Sirupe haben wir ja. Und sonst, ja, halt Pilze einfach nur. Gab's hier draußen ein Itemladen? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Jetzt muss doch hier ein Itemladen. Och, Sternsplitter, okay, schon mal etwas. Itemladen, Itemladen, das ist eine Bar. Hier, diese Wurst gab es da, die Hot Dogs. Souvenirs. Ja doch, hier. Das sieht nach einem Itemladen aus. Wunderbar. Das ist auch ein Pilz. Super Pilz. Ja, stellt 10 KP her, das reicht. KP gegen BP beachte die Höchstwerte. Okay. Ja, sehr interessant. Super Pilz. Ja, kaufe ich mir mal 2 ein. Ne, 3. Gut. Und das war's. Dann können wir jetzt gegen den letzten Gegner antreten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht hinhauen wird, denn irgendwas muss doch jetzt vorher noch passieren. Oder nicht? Keine Ahnung. Dann ist mal so, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Weil jetzt nach dem vorletzten Gegner gleich zum letzten Gegner gehen zu können, ich will nicht vorstellen. Aber mal schauen. Okay, gehen wir hier rein. Der ist auch wieder geheilt. Ist ja schön. So, Kampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 1. Du kämpfst gegen die Asko-Patrouille. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich anfänglich entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Zeig mir einen guten Kampf. Ist wirklich ein bisschen beängstigend, weil, wie gesagt, ich muss ja Gumbrina nach vorne tun. Für Scanner. Das heißt, ich kann nur mit Gumbrina dann angreifen. Das ist natürlich ein bisschen Mist. Da wäre mir sowas lieber gewesen wie, ja, keine Ahnung, eine Scheunlage machen. Nee. Ach, keine Ahnung. Mal schauen. Bin sehr gespannt. Aber Moment, das ist noch nicht der Champion. Ach so. Das ist unser vorletzter Gegner jetzt. Okay. Die Gegner im vollen Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und der Rasiermesserschwinger, die Asko-Patrouille. Lass uns niemals besiegen. Let's fight. Okay. Ah, der hat Stacheln, das heißt, wir können nicht auf ihn draufspringen. Ist mit Gumbina also sehr, sehr schlecht. Sternenergie haben wir auch nicht. Ach man. So, Scanner. Eine Asko-Patrouille, der sieht aber ziemlich stark aus. Maximal KP 25, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Besonders gefährlich sind seine Attacken, wenn er vorher Kraft sammelt. Und diese roten Augen sind mir irgendwie unheimlich. Vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Power, Hauer, ich gehe aufs Ganze. Das wird nur 3 KP oder so abziehen. 4 KP, naja, immerhin. Ey! Ja, toll. Aber besser auf Gumbrina als auf Mario. Ja, sie kann relativ wenig tun, leider. Vielleicht kann sie in die Verteidigung gehen irgendwie. Ja, kann sie. Wunderbar. Und der nächste Powerhauer. Ich greife hier einfach mit Powerhauers jetzt an. Wie gesagt, ich gehe aufs Ganze. Springen kann ich ja leider nicht.
Was? Paar Zuschauer sind weg. Ah, Mann. So, wieder in die Verteidigung. Und Power, Hauer. Haben wir schon mal ordentlich KP abgezogen bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht schaffen wir es wirklich. Ah, das ist... Mann! Das ist jetzt so richtig unfair. Jetzt... Na toll. Kann nichts machen. Haben wir mal eine Show-Einlage. Reicht das für komplett? Nee, leider nicht. Ja, Powerhauer wird bestimmt daneben gehen, aber ich probiere es einfach mal. Ja, geht daneben, war ja klar. Die nächste Runde bestimmt auch noch. Ey, das reicht jetzt aber. Okay, wir brauchen ein Item. Ein Superpilz für Gumbrina. 10 KP aufgefrischt. Mario kann leider nichts tun. Machen wir nochmal eine Scheunlage. Okay, gut abgewehrt. So, Mario ist wieder am Start. Dann werden wir mal kurz... Ja gut, Gumbrina kann auch einmal vorne bleiben. Machen wir... Ja, machen wir nochmal eine Scheunlage für den finalen Kampf schon mal so ein bisschen vorbereiten. Das hier habe ich ja jetzt so einigermaßen im Griff alles. Ein paar Mal angreifen. So. Ja, noch... Oh nein, jetzt trifft er beide, das ist schlecht. So, Mario kommt mal nach vorne. Powerhauer. So, danach muss ich ihn noch zweimal treffen. Zweimal noch. Gumbrina, was machen wir mit dir? Du setzt deinen letzten Zug für nochmal eine Schaueinlage ein. Ich will jetzt keinen Superpilz verschwenden. Gut abgewehrt, Mario. Gumbrina ist jetzt down. Aber ist kein Problem. Ein KP noch. Ja, ist nicht so schlimm. Ach du alte Scheiße, das ist jetzt gar nicht gut. Die ganzen Panzer da unten. Okay, wir haben es geschafft. Ja, 11 Sternpunkte. Puh, und der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Bitte, deine Gage. Oh yeah, 15 Münzen. Mario steigt auf Rang 1. Ich lasse dich jetzt allein. Also man sieht sich. Schon wieder eine Mail. Worum es wohl dieses Mal geht? Ja, worum geht es dieses Mal? Das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann und tschüss.